So, nochmal kurz zur Erinnerung. Ich mache also jetzt also ein Skizzenbuch, und das Tolle daran ist, dass ich selber die Papiere auswählen kann. Denn ich habe so gewisse Lieblingspapiere, zum Beispiel von Hahnenmühle gibt es ein tolles Aquarellpapier. Es gibt von Fabriano ein fantastisches und natürlich auch von Arche. Erstmal ein Skizzenbuch machen, was ich gleich mitnehme, worauf ich auch gleich zeichnen möchte, wenn ich zum Brandenburger Tor gehe. Also, ich lasse die Kamera gleich laufen und zeige euch, wie es geht. Ich habe hier in den letzten Tagen mal rumprobiert mit diesen wunderbaren Leporello-Büchern. Guckt euch das mal an. Habe ich selbst gemacht, und zwar aus einem großen Blatt Aquarellpapier. Die kann man also beim Zeichnen aufschlagen. So, mal gucken, ob ich es jetzt finde. Zum Beispiel hier habe ich letzte Woche habe ich hier den Reichstag gezeichnet. Da gehen wir auch gleich mal hin und gucken, wie das entstanden ist. Und man kann also einfach so ein doppeltes Format nehmen, oder man nimmt nur eine Seite, oder man nimmt alles zusammen, wie, was man auch immer will. Ich habe hier zum Beispiel bei diesem einfach die ganze Seite genommen und habe drei verschiedene Motive: den Reichstag, Quatsch, das Brandenburger Tor, den Reichstag und hier den Bahnhof mit dem Spreeufer. Ja, und ich finde das eine super Sache, um mal einen Tag zum Beispiel zu gestalten, oder ja, was man einfach in der Tasche haben kann. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das geht. Man kann hier hin und her knicken und falzen, wie man will. Ich bin also ein großer Fan geworden und habe mir direkt hier von Hahnemühle 10 Bögen gekauft, weil ich morgen nach Venedig fahre. Und da habe ich mir einen Vorrat genommen. Ich zeige euch mal, ich finde dieses Papier sehr, sehr gut. Das ist der Aquarellkarton Britannia von 300 Gramm, matt von Hahnemühle. Und hier habe ich mal schon mal eine vorbereitet. So sieht das Blatt nackt aus, sozusagen. Also noch nichts drauf. Ich habe es geschnitten, gefalzt und packe das so ein, und davon direkt 10, weil ich natürlich ganz viel zeichnen und malen will in Venedig. Ihr werdet sehen. Ja, und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt mal schnell, weil das ist wirklich nicht schwer. Und zwar hat dieses Format, ist 50 x 65, dieser Britannia-Karton. Den teile ich durch 3. Also, ihr habt ja hier gesehen, das sind jeweils, ich halte es noch einmal drauf, das ist besser zu sehen. Das ist jeweils 3 geteilt, also in der Länge 3 Streifen und in der Höhe 3 Streifen. Und davon sind jeweils 2 angeschnitten, sodass man sie wunderbar falzen kann und man dieses kleine Reisenskizzen-Leporello bekommt. Also, Ausgangspunkt ist der Bogen von 50 x 60. Den nehme ich jetzt mal hier raus. Dann zeichne ich eigentlich nur die eine Seite an. Also, ich zeichne jeweils an der schmalen Seite. Ich weiß, das sind 50 durch 3 sind 16,6. Das markiere ich mir hier, diese Seite. Und hier sind es 65 durch 3 sind 21,6. So. Und das war es schon. Was ich dazu noch brauche, um so schön ordentlich zu falzen, ist dieses Falzbein. Das kommt aus der Buchbinderei, das ist fantastisch. Damit kann man auch zum Beispiel wunderbar die Bögen vom Aquarellpapier von den Blocks lösen. So, jetzt nehme ich hier das Blatt und falze es an meiner Markierung. So. Welcher Seite ist vollkommen egal. Und dann nehme ich das mit dem Falzbein, da hat man nämlich viel mehr Power, und streiche das einmal hin und einmal her. So. Und schon habe ich gleich, jetzt nehme ich die nächste Seite hier. So. Man kann es natürlich auch sehr, sehr ordentlich machen. Das überlasse ich euch. So. Dann knicke ich das, damit das noch ein bisschen mehr flexibler wird, ein bisschen weicher und falzen, einmal hin und her knicken. So, und jetzt habe ich schon die drei Falze so. Jetzt kommt die andere Seite, also die Längsfalzung. Wo habe ich hier meine Markierung? Hier. So, und wieder das gleiche Spiel. Also einmal falzen so. Das Wichtige ist dass hier immer ganz, ganz gerade ist. Denn bei gutem Papier, so bei diesem hier, kann man sich dann darauf verlassen, dass da auch nichts schief wird. Ja, das ist auch ein Vorteil von guten Papieren.
dass man das falzen kann und man braucht nicht alles anzeichnen oder so, sondern einfach so. So, und jetzt der letzte Falz. Der geht ja dann schon fast von allein. So, da gucke ich auch wieder oben, dass es gut passt. So, und falze einmal runter. Und schon habe ich die Basis meines kleinen Leporello-Heftchens, meines Skizzenheftchens. Jetzt ist es so gefalzt. Was ich jetzt noch machen muss, ist einfach. Ich muss nämlich einmal hier und einmal hier schneiden, damit ich, ja, damit ich das auch so schön nutzen kann und hin und her falzen. Ich habe jetzt keine Schneideunterlage. Ich improvisiere immer ein bisschen. Macht nichts, das geht auch. So, nehme ich hier einfach einen Block als Lineal, ist schön lang. Wichtig ist, dass man gründlich hier in der Ecke schneidet. So, einmal. Und dann so, hier ist die andere Seite. So. So. Jetzt ist es fertig. Jetzt könnt ihr das knicken und falzen und zusammen machen, wie ihr auch immer wollt. Und schon ist das zweite Leporello fertig. Seht ihr? Jetzt kann ich, natürlich müsst ihr darauf achten, es gibt natürlich eine raue Seite und eine glatte Seite. Wenn ihr anfangt zu zeichnen, achtet darauf, dass ihr die richtige Seite nehmt. Und ja, und ihr könnt jetzt noch ein bisschen mit dem Falzbein das noch ein bisschen mehr falten. Dann wird es ein bisschen geschmeidiger. Aber im Grunde genommen könnt ihr losgehen. Also, ich gehe jetzt los. Bis gleich am Brandenburger Tor. Tschüss! Da sind wir, erste Station Brandenburger Tor und ja, ich überlege jetzt mal, wo ich schön zeichnen kann. Hier ist es sehr voll, guckt euch das mal an, wow, 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 Touri Place Number One, macht aber nichts, gucken wir einfach mal. Ich dachte eigentlich auch eher an die andere Seite, aber ich bin mir noch nicht sicher. Okay, gucken wir mal.